Die Muskete muss immer gereinigt zurückgebracht werden. Pulverreste im Lauf sind nicht akzeptabel. Die Munition befindet sich in meinem Quartier. Captain Marquez. Jetzt bin ich bereits an Bord und brauche ihn nicht mehr. Werte Herren, mit der Privatsphäre wird es auf diesem Schiff offenbar nicht sehr genau genommen. Ich habe Ihren Kapitän davon in Kenntnis setzen müssen, dass einer von Ihnen in meine Kabine eingedrungen ist und mein Tagebuch entwendet hat. Mehr noch, in einem Akt von perfidem Vandalismus hat der Täter das Tagebuch auch noch zerrissen und in alle Winde verteilt. Ich hoffe, Sie amüsieren sich köstlich über Ihren Scherz, aber glauben Sie nicht, dass ich noch einmal meine Hilfe anbieten werde, wenn es zu einem Unfall kommt. Dr. Eduardo Juarez. Die Luke geht durch die Schiffswand. Sie ist sehr verrostet. Auch wenn sie offen wäre, würde man direkt im Wasser landen. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Es muss das Arztzimmer sein. Am Ende des Zimmers ist ein Lüftungsschacht. Der muss in die Kapitänskajüte führen. Die Tür ist verschlossen. Das Licht ist jetzt ausgeschaltet. Das Licht ist jetzt angeschaltet. Ein großes Regal voller Metallschrott. Ich frage mich, was so ein Maschinenteil auf einem Segelschiff zu suchen hat. Vielleicht kann ich das Zahnrad irgendwo einsetzen. Aus Leder kann man viele Dinge herstellen. Sieht aus, als wäre darin nur Abfall. Sieht aus, als wäre darin nur Abfall. Auf dieser Werkbank liegen zahlreiche metallische Werkstücke, Zahnräder und Federn. Allerdings hat der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen. Fast alles ist verrostet. Werkzeuge sind hilfreich. Mein Volkert, nie schreibst du deiner alten Mutter. Erreichen dich meine Briefe etwa nicht? Ich mache mir Sorgen. Hast du denn nun mitverfolgt, was mit dem Bein deines Vaters geschehen ist? Oder weißt du davon noch überhaupt nichts? Ich werde nun nicht alles noch einmal aufzählen. Melde dich bei mir. Ich will dich nicht auch noch verlieren wie dein Bruder. Meine Schilderung seines Unfalls hat dich aber erreicht? Alles Liebe, deine Mutter.
Eine Skizze des Uhrwerks. Das Metallrohr vibriert und ist warm. Wozu es wohl dient auf einem Segelschiff wie diesem? Die Türen dieses Metallschrankes sind komplett verrostet. Es passiert nichts. Die Uhr scheint nicht zu funktionieren. Da ist eine kleine Tür. Sie ist verschlossen. Die Verzierungen sehen aus, als stellten sie die Hölle dar. Ein großes Ziffernblatt. Der Mechaniker scheint es eigenhändig zusammengesetzt zu haben. Ein großes Ziffernblatt. Der Mechaniker scheint es eigenhändig. Ein riesiges Uhrwerk. Sieht aus, als hätte es der Bewohner dieses Raumes aus alten Teilen selbst gebaut. Ein riesiges Uhrwerk. Sieht aus, als hätte es der Bewohner dieses Raumes aus alten Teilen selbst gebaut. Die Schnur ist abgerissen. Hier ist alles in ziemlich marodem Zustand. Dahinter ist eine Öffnung. Ich frage mich, wozu sie wohl gut ist. Der Schacht führt nach unten in einen anderen Raum des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt. Dieses Schiff war das einzige, das für eine kurzfristige Überfahrt in Frage kam. Aber mit Fiona wird es immer schlimmer. Dann muss ich mich eben mit dieser seltsamen Crew herumschlagen. Immerhin scheint Captain Marquez ein vernünftiger Mensch zu sein. Stoisch zwar, aber offenbar vertrauenswürdig. Ich werde Fiona trotzdem nicht zu den anderen herauslassen. Da fällt mir ein, ich muss ihr dringend wieder etwas einflößen. War das nur der Wind? Hallo? Ist hier jemand? Ich habe Schiffbruch erlitten und bräuchte Hilfe. Hallo? Selbstmord, wenn ich hier nach unten klettern würde. Damit kann ich etwas angeln. Vorsichtiger sein. Die alte Werkbank wurde lange nicht benutzt.
Dreck und rostige Nägel liegen darauf herum. Mit der Zange kann ich bestimmt etwas anfangen. Eintopf à la Boy. 3 Liter Wasser, 1 Dose Dörrfleisch, 1 Dose Stockfisch, alles 10 Minuten kochen, Reste vom Vortag reinwerfen, servieren. Beilage, Zwieback. Nachtisch, 1 Dose Sauerkraut. An dieser Stelle wurde das Rohr notdürftig geflickt. Es ist sogar schon etwas undicht. Mit genug Hitze auf diesem Lötpunkt würde hier der Dampf komplett ausströmen. Komisch. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Im Rumpf des Schiffes hat sich Wasser angesammelt. Verdammt! Ein kleiner, sehr kurzer Metallstift ist zerbrochen, der den Pumpenarm an seinem Platz hält. Mit einem ähnlich geformten Gegenstand könnte ich die Pumpe aber vielleicht wieder reparieren. Moment. Höre ich da Stimmen? Lex? Bist du das? Anna, beruhige dich. Ist wahrscheinlich nur der Wind. Die Rohre leiten das abgepumpte Wasser ab. Die Stufen der Treppe sind zerbrochen. So komme ich nicht hoch. Die Werkbank ist einsatzbereit. Alkohol kann man vielseitig verwenden. Komisch. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in... Die alten Säcke sind an einigen Stellen aufgeplatzt. Darin wird Kakao gelagert. Oder was davon noch übrig ist. Die Nägel der Kiste stehen schon raus und die Bretter halten kaum noch zusammen. Mit der Zange konnte ich die verrosteten Nägel aus der Kiste ziehen. Alles, was von ihr übrig ist, sind ein paar Bretter und ein halbwegs erhaltener Nagel. Dieser Tank scheint Öl zu beinhalten. Ein Teil des Schiffplans. Auf dem Plan ist ein Lüftungsschacht zwischen der Kapitänskajüte und einem anderen Raum zu erkennen. Die herabgestürzte Ladung blockiert den Zugang zu 2 Türen. Um in die Räume dahinter zu gelangen, muss ich irgendwie die Ladung aus dem Weg räumen. Die Tür wird durch die heruntergefallene Ladung blockiert. Die Tür wird durch die heruntergefallene Ladung blockiert. Das Rad dreht sich immer nach rechts. Hier wird die Kransteuerung übersetzt, aber mit gerissenem Riemen funktioniert sie nicht. Bis hoch zum Kran führt dieses armdicke Tau. Die Walze dreht sich immer nach links. Auf dem Tisch sind 5 Plätze gedeckt. Auf allen Tellern sind die verrotteten Überreste einer Mahlzeit zu erkennen. Alles liegt noch so da, als wären die Leute in Eile vom Tisch weggegangen.
Die Flaschen könnten vielleicht noch nützlich sein. Aus dem Rohr fließt ständig frisches Regenwasser in den Topf. Er ist innen emailliert und die Schicht scheint unbeschädigt zu sein. Das frische Wasser kann ich sicher noch gut gebrauchen. Noch immer zeigt Fiona keine Reaktion. Ich werde Geduld haben müssen. Meine Geduld über den Fraß an Bord habe ich aber schon verloren. Den Eintopf, den dieser Deutsche anrührt, kann ich nicht mehr sehen. Ich habe den Nagel verbogen. Jetzt habe ich einen Haken. Einhaken kann ich da nichts. Ein Schritt näher zur Angel. Petri, heil! Da komme ich nie ran. Was sollte ich da angeln? Damit kann ich mir Gegenstände genauer ansehen. Hier gibt es nichts zum Auf- oder Zuschrauben. Montag Eintopf, Dienstag Eintopf, Mittwoch Eintopf, Donnerstag Eintopf, Freitag Eintopf, Samstag Eintopf. Sonntag Eintopf mit Erbswurst. Hier wird die Kransteuerung übersetzt, aber mit gerissenem Riemen funktioniert sie nicht. Die alten Säcke sind an einigen Stellen aufgeplatzt. Darin wird Kakao gelagert oder was davon noch übrig ist. Mit den Brettern sollte sich die Treppe reparieren lassen. Ist gar nicht so schlecht geworden. Wer ist
ganz ruhig, Anne. Du bildest dir das nur ein. Wozu sind all diese Geräte gut? Irgendetwas muss hier passiert sein. Kein Kapitän würde sein Schiff einfach so im Stich lassen. Vielleicht hat es eine Meuterei gegeben. Ich sollte mich hier genauer umsehen. Vielleicht finde ich etwas heraus. Ein Teil des Schiffplans. Der Plan zeigt, dass die Kransteuerung mit der Maschine in der Messe verbunden ist. Nichts als Wasser, wohin man auch schaut. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Das muss wohl ein Souvenir aus einer der Städte sein, die das Schiff angelaufen hat. Unten hing wohl mal ein Zettel dran, aber der scheint abgerissen zu sein. Verdammt, das Steuer lässt sich kein Stück bewegen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Der Kompass spielt völlig verrückt. Wie kann das sein? Draußen sehe ich den Bug des Schiffes. Es muss ganz schön schwierig gewesen sein, das Schiff mit so kleinen Bullaugen zu steuern. Damit kann man die Geschwindigkeit bestimmen. Irgendetwas blockiert die Tür. So komme ich nie raus. Das Rettungsboot blockiert die Tür.